Der US-Wahlkampf 2024. Im Visier einer neuen Macht. Fake News mit künstlicher Intelligenz. I, Kamala Harris, and your Democrat candidate for president, because Joe Biden finally exposed his senility at the debate. Thanks, Joe. Kamala Harris hat das nie gesagt. Perfekt manipulierte Nachrichten. In den sozialen Medien tauchen Fotos auf wie diese. Trump in einer Gruppe Afroamerikaner. Nur bei genauem Hinsehen merkt man, da stimmt was nicht. Eine deformierte Hand, eine Hand mit nur drei Fingern oder eine doppelte Krawatte. My name is Taylor Swift and I am voting for Donald Trump 2024. It's only $19 for the month and I could make 100 videos and 100 pieces of misinformation very quickly. Wie viele Deepfakes im Netz gibt es wirklich? Fuck you. You're all a bunch of f***s. Frontal. Trump und die Trolle. New Hampshire, Anfang 2024. Kurz vor den Vorwahlen zur US-Präsidentschaftswahl klingeln die Telefone von tausenden Wählern der Demokraten. Am Telefon vermeintlich Joe Biden. It's important that you save your vote for the November election. Voting this Tuesday only enables the Republicans in their quest to elect Donald Trump again. Die Stimme von Joe Biden fordert sie auf, nicht wählen zu gehen. Doch Biden hat das nie gesagt. Die Tonaufnahme ist eine Fälschung, erzeugt mit künstlicher Intelligenz. Dieser Mann produzierte die gefälschte Tonaufnahme mit Bidens Stimme. Paul Carpenter ist freiberuflicher Webdesigner. Ein Politikberater heuerte ihn an. When I made the voice of Biden, I made it to be the best voice that's ever been done in AI. Für die Biden-Fälschung benötigte Carpenter nur wenige Minuten. Er zeigt uns, wie es geht. Am Beispiel eines Interviews mit Taylor Swift. Die Sängerin ist das Idol von Millionen junger Wähler. Sie unterstützt Kamala Harris. Mit wenigen Klicks legt Carpenter dem Popstar eine Lüge in den Mund. Okay, here we go. My name is Taylor Swift and I am voting for Donald Trump 2024. My name is Taylor Swift and I am voting for Donald Trump 2024. It's only $19 for the month and I could make 100 videos and 100 pieces of misinformation very quickly. Bildmanipulation und geklonte Stimmen, die Wahlen beeinflussen könnten. 11 Labs ist eine wichtige Firma für die Herstellung von KI-generierten Tönen. Das Unternehmen reagierte auf Kritik an solchen Fakes. Zitat: Wir ergreifen eine zusätzliche Maßnahme, um das Klonen von Stimmen politischer Kandidaten zu verhindern, die aktiv an Präsidentschafts- oder Kabinettswahlen beteiligt sind. Philipp Lorenz Spreen forscht an der TU Dresden über gesellschaftliche Folgen des Einsatzes von künstlicher Intelligenz. Er hat Zweifel, dass solche Maßnahmen ausreichen. Da gab es so Selbstverpflichtungen. Ich glaube, das Thema ist zu wichtig, um uns darauf zu verlassen. Wir haben es bis jetzt nicht geschafft, zuletzt die letzten 20 Jahre nicht, da mit Regulation das irgendwie zu kontrollieren. So wird das Netz im US-Wahlkampf mit Schmähdarstellungen der demokratischen Kandidatin Kamala Harris geflutet. Vor allem das Trump-Lager nutzt die neuen Technologien. Harris wird als Mitglied des pädophilen Netzwerks um Jeffrey Epstein verleumdet. Und sie wird als Kommunistin dargestellt. Dieses Bild postete Donald Trump selbst auf seinem X-Account. Es wurde 80 Millionen Mal gesehen. Eine Gefahr für alle Demokratien, warnt Konstantin von Notz, oberster Geheimdienstkontrolleur des Bundestages. Es zeigt, dass man die Gefahren künstlicher Intelligenz, des Einsatzes von künstlicher Intelligenz zur Manipulation von Willensbildungsprozessen in Demokratien, dass man diese Gefahren sehr ernst nehmen muss. Ich glaube, wir sind alle nicht für diese Technologie bisher gerüstet. Im Wahlkampf 2024 versucht Donald Trump alles, um Wähler zu mobilisieren. This is a big crowd. This is a big, big, beautiful crowd. Auf Accounts von Trump-Unterstützern tauchen Bilder auf, die Trump mit Afroamerikanern zeigen. Der weiße Republikaner wirbt jetzt besonders um schwarze Wähler. Doch die haben gar nicht mit Trump posiert. Nur bei genauem Hinsehen merkt man, dass es KI-generierte Bilder sind. Eine deformierte Hand, eine Hand mit nur drei Fingern oder eine doppelte Krawatte.
Und hier sitzt Trump auf einer nicht vorhandenen Bank. Imran Ahmed ist Mitglied der britischen Labour-Partei und leitet das Washingtoner Zentrum zur Abwehr digitalen Hasses. Das Zentrum veröffentlichte zahlreiche Berichte über den Missbrauch von künstlicher Intelligenz. We know that, you know, X amount of images were faked. But what about all the ones we didn't detect? And that's the problem. We could already be overwhelmed with a mass of images which are artificially generated. How would we know? Wir haben eigentlich keine Kontrolle darüber, wie Inhalte verteilt werden über die Plattform und wird vor allem kommerziell organisiert und jetzt eben auch von Leuten, die politisches Interesse haben. Wie zum Beispiel Elon Musk, Eigentümer der Plattform X. Er hat über 200 Millionen Follower. Take over, Elon, yes, take over. Zwei reiche weiße Männer mit einem gemeinsamen Ziel. Hi, everyone. Elon Musk macht auf X Wahlkampf für Trump mit plumper Propaganda. Musk postet auch KI-generierte Fälschungen mit der Stimme von Kamala Harris, die Joe Biden als senil diffamiert. I, Kamala Harris, senior Democrat candidate for president, because Joe Biden finally exposed his senility in the debate. Thanks, Joe. Ich glaube auch, dass es zeigt, dass dieses Märchen von einer neutralen Plattform nicht existiert. Dass Elon Musk das postet, solche Bilder, finde ich, zeigt, dass er vielleicht das Ziel hat, eben diese Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge verschwimmen zu lassen. Trump und seinen Anhängern geht es vor allem um das Narrativ der angeblich gestohlenen Wahl 2020. Diese Lüge verbreiteten sie millionenfach im Netz. Ihr Motto: Stop the Steal. Am Tag, als der Kongress Joe Biden als Wahlsieger ausrufen sollte, hielt Trump eine Rede in Washington. We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Am Ende stürmte die von Trump aufgepeitschte Menge das Kapitol. Es gab Hunderte von Verletzten und mehrere Tote. Damals verbreiteten Trump-Anhänger Videos, die angeblichen Wahlbetrug zeigen sollten. Ein Mann zieht einen Koffer aus einem Wahllokal. Doch das Video beweist nicht, dass Stimmen für Trump beseitigt wurden. Trotzdem wurde es millionenfach geteilt. Experten fürchten, dass mit KI künftig Videobeweise ganz einfach gefälscht werden können. You can type into an AI platform, give me an image of people stuffing ballots into a trash can, a garbage can, and it will produce you an image which looks realistic of election workers secretly trying to get rid of Trump votes. You know, it's incredibly straightforward to use. Im kommenden Jahr wird der Deutsche Bundestag neu gewählt und KI wird eine Rolle spielen bei der Verbreitung von Lügen und Hass. Wenn wir den Konsens in unserer Gesellschaft, über was wir überhaupt diskutieren, was die Grundlage ist, was die Realität ist, wenn wir den behalten wollen und nicht in einer Wahnsinnswelt des Durcheinanders und Chaos sozusagen landen wollen, brauchen wir klare Regeln für den Einsatz von solchen Technologien. Doch die sind nicht in Sicht. KI-generierte Fälschungen, wie sie im US-Wahlkampf massenhaft eingesetzt werden, könnten auch im nächsten Bundestagswahlkampf auftauchen. Wie kann der Einsatz von KI besser reguliert werden? Und brauchen wir überhaupt mehr Regeln? Schreib's uns in den Kommentaren. Und wenn du mehr über Wahlmanipulation und Desinformationskampagnen wissen willst, sieh dir unser Video Unter Cyberkriegern an.